Mein Name ist Chriso Leinfellner und ich bin mitverantwortlich für den visuellen Auftritt der Wiener Film Commission. Fällt mir jetzt ein, sehr gern den Blick, den die Marie Kreuzer zum Beispiel auf Wien hat in ihren letzten Filmen. Das ist eine Mischung aus, gentrifizierten Wien und eher traditionellen Szenen und Schauplätzen. In meiner Arbeit als Informationsdesigner und Grafikdesigner bin ich eigentlich bei jeder Aufgabe mit Fragestellungen konfrontiert, auf die ich noch keine sichere Antwort habe. Und das Interessante ist an diesem Beruf, dass ich immer wieder dazulernen kann oder muss und es keine, routinierten und standardisierten Antworten gibt auf sehr viele Fragen. Mir fällt jetzt ein, die Hubertuswarte im Leinzer Tierpark oder die Habsburger Warte auf dem Hermannskogel oder auch der Bisamberg oder andere Punkte, wo man sieht, wie mächtig Wien im Grunde ist. Ja, dieses große Bild von Wien, das man da gewinnt. Eine Jubiläumsausgabe des Jahresberichts zum 10-jährigen Jubiläum und eine Serie von Giveaways. Ihr seid sehr gut für die Stadt, aber achtet darauf, dass Wien nicht New York wird und an jeder Straßenecke ständig Filme gedreht werden. Weil dann ist vorbei mit unserer seligen Ruhe. Yeah.